Ja, hallo Leute. Hier nochmal ein ganz kurzes Video. Und zwar wollte ich euch sagen, es interessiert bestimmt einige von euch, wie ernähre ich mich? Wie heißt meine Ernährung? Ja, wie ist der Name dafür? Und der Name dafür ist ziemlich, wie soll ich sagen, schwierig. Ja, ich muss es mir auch aufschreiben, damit ich keinen Punkt vergesse. Also, ich werde es euch jetzt einfach mal vorlesen, ganz kurz die Worte, die meine Ernährung beschreiben. Es hört sich sehr kompliziert an. Ist aber nicht wirklich sehr kompliziert, nur ein bisschen kompliziert, ja, aber nicht wirklich sehr kompliziert. Also meine Ernährungsform lautet: Ich ernähre mich High Carb, Clean, Vegan, Intermittent Fasting und Intelligent Eating. Ja, das ist meine Ernährungsform. Ich weiß, es ist ein bisschen wirrwarr, ist halt nicht die Antwort. Ja, ich ernähre mich, ich esse alles. Ja. Meine ist ein bisschen spezifischer, sage ich mal, ja. Aber wir können ganz kurz mal durchgehen, die einzelnen Punkte. Also High Carb natürlich, ne? Kohlenhydrate hoch, Clean Eating heißt den ganzen Dreck weglassen, verarbeitetes Zeug, Processed Food, ja. Auch Zucker, Isolate aus der Ernährung rauslassen. Vegan, ganz klar, tierische Produkte raus, pflanzenbasierte Ernährung. Intermittent Fasting bedeutet, ich habe ein Fressfenster von 8 Stunden, 16 Stunden Fasten. Und Intelligent Eating ist mein eigenes, selbst hergestelltes Konzept, das ich irgendwann mal vorstellen werde. Und das hat damit zu tun, dass man, sage ich mal, Intelligenz Sachen kombiniert. Ja? Wie zum Beispiel, dass man nach einer vitaminreichen Mahlzeit zum Beispiel Nüsse isst, ja? Um die fettlöslichen Bestandteile besser aufnehmen zu können und so weiter. Ja? Also man kombiniert intelligent. Ja? Das ist meine Ernährungsform, ja, so heißt die. Das sind die Punkte, auf die meine Ernährung beruht. Es hört sich sehr, sehr schlimm an, aber es ist eigentlich einfach. Du, wie gesagt, du hast ein 8-Stunden-Fressfenster, isst High Carb, vegan und dann ja, klappt das schon alles. Ne? Ist nicht wirklich so schlimm, wie es sich anhört. Das ist meine Ernährungsform. Mehr dazu zu den einzelnen Punkten wird es natürlich noch in ausführlichen Videos geben. Es wird auch ein Ernährungstutorial geben, also ein Ernährungsvideo für Anfänger, wo ich komplett von Anfang an darauf eingehe, was ist wichtig, ja? Wie ernährt man sich heutzutage im Jahr 2016 und aufwärts richtig, ja? Richtig. Das heißt kein Nährstoffmangel, ja? Komplette Abdeckung aller Makronährstoffe und Mikronährstoffe, die meiner Meinung nach schon fast noch wichtiger sind. Und ja, aber wie gesagt, darauf kommen wir später. Ja, das wollte ich euch nochmal mitteilen. Das ist meine Ernährungsform. Und ja, schreibt in die Kommentare, wie eure Ernährungsform heißt. Ich hoffe, die ist nicht so lang und kompliziert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Peace.